Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im November 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Steinbock. Du hast dieses Jahr so gute Legungen. Gibt es noch welche unter euch, die Single sind? Also, liebe Steinböcke, ich sage es euch jetzt einfach so gefühlsmäßig, entweder findet ihr bis Sommer 2023 die nächste große Liebe, ja, oder ihr bleibt dann eine ganze Weile Single. Oder es gibt dann auch Menschen, die sagen, nee, ich will nicht Single bleiben und sich gewisse Dinge antun, ja, gewisse Menschen antun. Das kann man natürlich immer. Aber jene, die sagen, nee, oder so... unernst oder Menschen, die es nicht ernst meinen oder unklare Situationen und so, das ist nicht meins. Ja, wenn, dann muss es echt sein, es muss fest sein, es muss, oder ich muss wissen, was das Gegenüber will, mein Gegenüber muss wissen, was ich will, solche Dinge. Ja, dann müsst ihr bis Mitte Sommer, also bis Mitte Jahr 2023, also bis Sommer 2023 spurten. Ihr müsst spurten. Weil eure Legungen sind fantastisch, oder? So diese Energien, diese universellen Energien sind bei euch seit Anfang 2022 super. Ihr seid im richtigen Moment, um den richtigen Menschen anzutreffen. Ja. Es gibt manchmal den falschen Ort und den richtigen Menschen oder den richtigen Ort, den richtigen Zeitpunkt, aber den falschen Menschen. Diese Kombination gibt es sehr oft. Bei dir ist es so, dass du dich in deinem Leben momentan am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt befindest, wo du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befindest, um die richtige Person auch anzuziehen. Und du hast auch diese Energie mit vielen oder mit diesen richtigen Personen um dich herum. Hast du auch, ja. Was meine ich jetzt mit Spurten? Bis Mitte 2023 Spurten. Das heißt jetzt nicht, geh da raus und jage den Leuten hinterher. Natürlich nicht. Es geht einfach nur darum, dass du dich exponierst. Dass du dich zeigst, dass man dich sehen kann. Ja? Verkriech dich nicht zu Hause, zeig dich da draußen. Oder zeig dich einfach, exponiere dich, sei sichtbar. Sei sichtbar, mach dich sichtbar. Okay? Ich habe vor meinem geistigen Auge zwei der Kelche gesehen. Zwei der Kelche ist die Karte, wo eine Frau und ein Mann aufeinander zukommen. Das stellt dann Energien dar, ja? Kann auch Frau, Frau, Mann, Mann sein, dann in der materiellen Dimension. Und ich habe gesehen, wie ihr eure Kelche anstößt und daraus so ein Zauberwirbel entsteht. Ja. Es gibt so oder so in den Filmen gibt es diese Darstellung von einer Magie, die da plötzlich entsteht aus dieser Einigung. Ich glaube, es war bei der Mumie, habe ich eine solche Szene, glaube ich, gesehen. War der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Die Mumie. Und da gab es doch eine solche Szene. Gibt es da auch bei Herr der Ringe, wo zwei zusammengeführt werden und dann macht es... So was habe ich gesehen von meinem geistigen Auge. Page der Münzen und zwei der Schwerter. Steinbock, mach dich drauf gefasst, dass du schon bald eine ernste Entscheidung treffen musst. Es kommt. Ich sag's euch, ganz egal wie positiv diese Legung ist, ja, ihr müsst euch exponieren. Ihr müsst euch exponieren. Ich kann dir hier die beste, glücklichste Legung aller Zeiten machen mit deinem Traummann, mit deiner Traumfrau. Wenn du nicht da draußen oder sichtbar bist, wenn dich dieser Mensch nicht finden kann, die kommen ja nicht zu dir nach Hause, dann passiert hier genau gar nichts und dann schaust du dir einfach nur Legungen an, um dir weiterhin Hoffnungen zu machen. Ja, ohne dass du dich exponierst. Okay, exponiert euch, liebe Leute. Hoppala. War ein Unfall, sind neue Karten und deswegen auch rutschiger. Exponiert euch, okay? Also ich meine damit nicht, ja, ich will dann keinen Ärger, ich meine damit nicht irgendwas, wie heißt das, Exhibitionistisches, nee, einfach zeigt euch, seid sichtbar, läuft da rum, geht einkaufen, geht was trinken, geht was essen, geht spazieren.
geht da am Fluss sitzen und ein Buch oder so lesen. Männer stehen auf Frauen, die Bücher lesen. Also Männer stehen auf Frauen, die sich auf etwas konzentrieren. Die finden das sexy, wenn eine Frau konzentriert ist. Ist nicht, ich komme nicht von selbst drauf, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, ich habe mich auch gefragt, was das ist. Die mögen das. Ich sage hier jetzt nicht Dinge, die du tun sollst, um den Männern zu gefallen. Ja, es ist einfach, ja, ist natürlich nicht. Natürlich sollst du du selbst sein. Ja, wenn du keine Bücher liest, dann liest keine Bücher. Tu einfach das, was du gerne tust. Aber draußen, der Mond, ein unbekannter Weg kommt auf dich zu. Ein Hund, ein Wolf, gleich, gleich, aber doch anders, doch anders. Ich musste jetzt bei meinem Hund in letzter Zeit sehr daran denken, an diese Mondkarte hier, musste ich immer wieder denken. Er ist jetzt 8 Monate alt und er hat noch ein bisschen ein Babyface und sein Verhalten ist sehr babyhaft, ist weltenhaft. Aber sein Körper, oder ich habe mir, gerade heute habe ich mir seine Krallen angeschaut und habe mich so gefragt, oder wie, wann sind die so breit und so lang und so, so wolfmäßig geworden, habe ich mich heute gefragt. Ist unglaublich, wie dieses Hybride da, dieses Hybride. Ich habe das Gefühl, Steinbock, dass dir hier jetzt im November ein Weg bevorsteht, wo du Hybrid leben kannst, wo sich dir ein Weg eröffnet, wo du Hybrid sein kannst, wo du deine dunkle und deine helle Seite zeigen kannst, wo du deine wilde und deine gezügelte Seite ausleben kannst. Wie bei Hunden. Hunde sind brav, lieb, hören meistens, ja, aber wenn man sie mal genauer anschaut, krass, diese Zähne, die da haben, ja, ist ein Wolf. Diese Pfoten, diese Tatzen da und all das, also das ist Tatzen, diese Pfoten. Oder es ist so dieses Hybride, eine wunderbare Mischung aus dem Wilden und aus dem Gezähmten. Und du wirst eben genau diese beiden Seiten an dir, wirst du ausleben können. Ab November 2022, Entschuldigung, November 2022, ab November 2022. Es geht dann für ein paar Jahre danach. Ach, der Schwerter. Es wird dich ein bisschen unerwartet treffen. Es wird dich ein bisschen unerwartet treffen. Bei 8 der Schwerter geht es nicht darum, dass du auf den Bus wartest, ja, der um 9.55 Uhr kommen soll und der dann kommt um 9.55 Uhr und du dann einsteigst. Um das geht es nicht. Es geht hier darum, dass du zur Bushaltestelle gehst, um 9.55 Uhr da bist und feststellst, dass der Bus schon um 9.53 Uhr abgefahren ist. Zack, was tue ich jetzt? Es geht nicht darum, dass du auf die Prüfungsergebnisse wartest und davon ausgehst, dass du oder darauf wartest, was halt kommen wird und dann kommt der ein Bescheid oder kommt der Bescheid, dass du bestanden hast. Das ist nicht 8 der Schwerter. Es kommt dann der Bescheid, dass du zwar fast alle Fächer bestanden hast, aber jetzt noch ein Semester studieren musst, um Mathe nachzuholen. Das ist 8 der Schwerter. Oh shit, was tue ich jetzt? Habe ich erlebt. Bitte, ich habe mal eine 1,6 in Mathe geschrieben. Nee, nicht die deutsche 1,6. Die Schweizer 1,6. 1,6. Ist der Beweis dafür, dass ich meinen Namen zumindest richtig schreibe. Ich habe es dann gar nicht wirklich angeschaut. Ich habe gar nicht geprüft, ob sie korrekt geprüft hat. Interessiert einen bei 1,6 nicht. Königin der Stäbe. Ich bin geschockt ab dem, was mir da bevorsteht, aber gleichzeitig will ich es auch. Ich sehe diese Neugeburt, die mir bevorsteht. Es ist jetzt sehr interessant, Steinbock. Ich sitze eigentlich immer so.
Ja, manchmal mit verschränkten Armen, manchmal mit Beinen übereinander und all das. Aber ich bin mit meinem Körper bin ich immer so gerichtet. Jetzt musste ich mich zum ersten Mal, das passiert mir gerade zum ersten Mal, körperlich so richten. Mein Körper hat sich in diese Richtung jetzt gedreht. Ich bin auf einem Drehstuhl, Rolldrehstuhl. Ich habe mich jetzt komplett in diese Richtung gerichtet. Es ist fast so, wie wenn du intuitiv wissen wirst, dass das die richtige Richtung ist. Dass das jetzt das ist, was dafür sorgen wird, dass du dich 100% ausleben kannst. Mit deiner wilden und deiner gezähmten Seite. Es kommt unerwartet, ja, aber... und das ist ja genau in solchen Momenten, wo man so in Schockstarre ist sozusagen, greift ja dann das Intuitive, das dann, oder dein Überlebensmechanismus, jetzt krass gesagt, und der sorgt dann dafür, dass du dich Richtung Zukunft richten wirst und dir das schnappen wirst. Das hier. Okay. Magie. Das ist, also König und Königin der Stäbe, das sind sehr passioniert, das ist ein sehr passioniertes Königspaar, mit super Sex. Ja. Super Sex. Und wenn da dann diese zwei der Kelche noch dazukommen, die ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. König und Königin der Stäbe gepaart mit Liebe, das ist eine ganz tolle Beziehung, das ist eine ganz geile Beziehung, ist eine Beziehung, die einen voranbringt sozusagen, und man sieht halt auch hier, also die weibliche Seite sitzt hier breitbeinig. Das ist so, oder? Das ist so die Erkenntnis, die du hier hast, so dieses, jawohl, mit diesem Menschen kann ich ja alles ausleben. Du weißt, was ich mit alles meine. König der Stäbe. Dein perfekter Partner. Deine perfekte Partnerin. Ass der Stäbe. Der Hierophant. Siehst du hier den Mond? Und hier seid ihr zwei, Hund und Wolf. Einer von euch ist gezähmt, der andere nicht. Wer von euch gezähmt ist und wer will, das siehst du hier. Ihr betet hier beide den Mond an. Was auch immer diese andere Seite an dir ist, Steinbock, das im Dunkeln liegt, das andere nicht einfach so kennen können. Ja? Das ist jetzt nicht individuell bei dir so, das ist bei allen Menschen so. Bei Nacht ist da was anderes wie bei Tag. Und was auch immer bei dir da bei Nacht ist, ist auch bei diesem Menschen vorhanden. Okay? Ich muss jetzt hier nicht individuell allerlei Dinge auflisten. Also vielleicht strickst du im Geheimen. Keine Ahnung. Ja? Vielleicht stehst du auf Pornos mit, was weiß ich, Inhalten, ja. Vielleicht stehst du auf, keine Ahnung, ich weiß nicht, da gibt es etwas, das du nicht mit allen teilst, das deine dunkle Seite ist sozusagen, und diese Seite hat auch dieser König der Stäbe, und eure dunklen Seiten, die decken sich, okay? Und das wird dann dazu führen, dass ihr zwei das zwischen euch beiden sozusagen vereinigt und dem höheren Sinne dann dadurch dient, ihr zwei. Ass der Stäbe hier, ein Neustart, ein feuriger Neustart für dich hier im November. Es ist anders, wie du dachtest, also ihr kommt auf eine andere Art und Weise zusammen, wie du dachtest, eher aus dem Dunklen heraus hin zum Tageslicht, ja. Normalerweise lernen wir das kennen, was bei Tag ist, und mit der Zeit, über die Jahre hinweg, lernt man dann die dunklen Seiten eines Menschen kennen. Ja? Das ist ganz normal, das haben alle Menschen. Aber bei euch läuft es umgekehrt. Zuerst lernt ihr euch über die dunkle Seite kennen und dann
führt es hier zum Hierophanten. Der Hierophant ist das Höhere, ist das Geistliche, es ist das, was zwei Menschen vereint, es ist die Union, es ist das Magische, das zwischen euch beiden entsteht. Ich korrigiere, ab November müssen alle Steinböcke in einer Beziehung sein. Nicht erst nächstes Jahr. Nee, das ist Spaß, gell? Das ist Spaß. Aber jetzt mal ganz in Ernst, Steinbock, gefühlsmäßig habe ich das Gefühl, dass du wirklich, hey, exponier dich bis Sommer 2023. Ja, wir haben noch ein paar Monate vor uns, aber du hast so den Lauf momentan und den sollst du dir nicht entgehen lassen. Okay? Ich werde jetzt hier schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und diese Zeitkarten hier werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.